Bei den komischen Meuchelmördern, wo ich immer war. Ist das da vielleicht? Ne, die Meuchelmörder, die hatten was anderes. Die hatten doch dieses komische... Danke für den Schaden, nehme ich gerne. Ich weiß es nicht mehr. Ja, nice. Na komm, ich probier's nochmal aus, ganz kurz hier lang zu gehen. Ja, nicht da. Das wäre der kurze, knappe Weg, aber der tödliche. Lol. Wo kommt denn jetzt her? Und warum seid ihr hier? Also ihr seid wieder im Leben, obwohl ich nicht ein Feuer resettet habe. Okay, das ist schön. Nice. Glückwunsch zum Besiegen der Gargoyles, wer auch immer gerade die Glocke geläutet hat. Nice. Bin stolz auf dich. Gehen wir mal hier lang. Also die Skelette sind eigentlich ziemlich einfach. Da war, glaube ich, Quatsch. Und hier geht's zu den Katakomben nur. Hier war nichts anderes. Ne? Ich will jetzt nur ganz kurz nochmal feststellen. Genau, hier waren Katakomben. Wo war denn nochmal der Wald? Wo dieses ganz große Vieh war, wo ich kurz hingegangen bin. Wo war das? War das doch hier? Nee, es war nicht hier. Wo war das denn? Ich guck mal tatsächlich ganz kurz in Google nach, dass ich jetzt hier 20 Minuten lang dumm rumlaufe, weil da will ich jetzt gerne hin. Also tut mir jetzt, da will ich jetzt ganz kurz hier aufs Handy gucken. So. Dark Souls. Und dann Forest einfach, ne? Mal gucken, wo der ist. Darkroot Garden. Usually accessed early in the game by heading downstairs from Blacksmith Andre. Nee, das ist ja was ganz anderes. Vielleicht Darkroot Basin? Oder ist das was ganz anderes? Oder einfach nur Garden? Ich guck grad nach, ich lese aber nichts durch so. Also nicht wundern, ich guck grad nur irgendwie so den ersten ein, zwei Sätze und dann höre ich auf. Verstehe ich jetzt nicht. Wo war denn das, wo ich da hingegangen bin? Dann war das ja gar nicht der Forest oder wie auch immer. Das sah doch aus wie ein Wald. Das war doch ein Wald. Da müssen wir halt suchen gehen. Ich weiß es gerade nicht mehr. Gelohnt seine Sonne. Puh. Irgendeine Idee? Da unten geht es ja nur zu diesen komischen Ruinen. Die Ruinen war auf jeden Fall Geisterzeug. Da will ich jetzt nicht hin. Gehen wir mal ganz kurz hier hoch zurück, da wo wir schon mal waren. Hey, nicht werfen. Ja, easy. Aua, tat weh. Klonk. Klonk. Und klonk. Ja, die sind mittlerweile echt einfach nur noch easy snack hier. Eine Brandbombe, schön. Hier drin ist die Ratte. Das finde ich auch so geil, ne? In Dark Souls lernst du echt die Karten auswendig zu lernen. Und zwar sehr schnell. Weil du halt darauf angewiesen bist. Das ist echt krass. Aber es gibt ja auch keine Map. Du musst halt alles merken.
war denn diese behinderte Wald, wo ich mal drin war? Klonk. Ah, dich habe ich nicht vergessen, Kumpel. Batz. Ja, ich weiß noch nicht, wo ich hingehen soll. Das ist jetzt richtig schade. Ja, da war ja der Händler und so. Muss man vielleicht hier rechts auch runtergehen? Das war ein guter Hit. Ich gehe ganz kurz den Arbeitsschützen töten und mich ins Feuer setzen, weil das Feuer hier ist dann doch gerade angenehmer für mich. Ich gehe erst ins Feuer. So, neue Flakons. Schön. Flakons. Was, Junge? Ja, raste ein bisschen aus, ist mir egal. Selbst wenn ihr mich ein, zwei Mal hittet, ist mir das auch nicht so wichtig, weil ich habe ja Regeneration drin. Alter, wenn der Angriff halt so stark ist, dass selbst so ein Schild einfach scheißegal ist. Das ist schon sick. So, war hier noch was anderes außer der Händler? Weil da war ja nur der Händler. Ja, nice. Gut. Was war hier nochmal? Okay. Geht's hier eigentlich irgendwo hin? Nee, hier sieht man nur das komische Zeug, was da unten war. Da hatten wir auch diesen komischen kleinen Boss da gehabt, den ich auch getuhittet hatte. Das war übrigens mega geil. Da sind die ganzen Meuchelmörder und da hinten geht's ja dann weiter zur Kanalisation, war das, glaube ich, ne? Was anderes war da, glaube ich, nicht. Da wird es übrigens auch noch zum Gebiet hingehen, da war ja auch noch was Neues, dieses große Tor da. Ja, hier geht's ja wieder dahin, ist ja auch Quatsch, da will ich ja gar nicht hin. Okay, hier war nichts. Hey, wo war denn dieses bekackte, knackte Gebiet, ey? Wenn ich zu denen hier gehe, da geht's nur zu... Oh, ich habe eine Idee. Das war hier lang, zu diesem komischen Turm. Ganz unten war nämlich das Gebiet. Ich glaube, das war das nämlich. Nice. Dann müssen wir hier weitergehen. Dann weiß ich, wo ich hin muss. Das ist gut. Ja. Also, ist der, den ich treffe, macht mittlerweile kaum Damage. Ist voll gut. Lol, habe ich mir gerade so eine Drehung gemacht? Ja, mega geil. Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Voll cool. Ich lerne hier noch neue Moves, ey. Batz, Junge. Okay, den habe ich verdient, wahrscheinlich einen Hit. Egal. Na komm, scheiß drauf. Einfach rein. So, der Typ von hier, der kommt natürlich auch noch. Der rastet kurz aus, das ist mir egal. Treten, schlagen. Treten hätte ich nicht mehr gebraucht, aber ich habe mich verklickt. So, hier nach oben ging es zum allerersten Boss. Das ist dieser komische Taurus-Dämon. Den haben wir geschafft. Was ist mit deiner Nachricht da? Achtung vor der Feinde, den haben wir schon. Da haben wir Havels Ring bekommen. Der war auch super, super gut. Und da unten war ein Gebiet. War das vielleicht der Wald? Jetzt ist der Boss wahrscheinlich wieder, dieser komische Torwächter wieder da, ne? Nee. Das war der Wald, ne? Ja, geht doch! Finsterwurz Becken. Aha. Ist hinter der Treppe irgendwas? Nee. Genau, hier wollte ich hin. Weil die Gegner habe ich relativ gut down gekriegt. Die sind ungefähr so auf Schandstadt-Level, würde ich sagen. Probieren wir es aus, ne? Kann ich nicht blocken? Eben testen. Okay, der schafft es nicht mal, mich zu hitten. Was war denn das?
Alter, ich hab mich ja mega erschrocken. Holy shit. Irgendwas hat mich gerade angeschossen. Was war das? Irgendwie so Wasser. Alter, was für eine Keule der hat. Ach so. Okay, interessante Angriffssachen, die die haben. Aber die gehen. Und 200 Seelen ist auch schmackohaft irgendwie. Da habe ich irgendwas mit Wasser angeschossen. Ich gehe erstmal nach links. Vielleicht ist da ja ein Feuer. Also irgendwie von diesem wasserähnlichen Zeug da weg. Nicht, dass jetzt irgendwas von hinten kommt, ne? Wäre jetzt echt ungünstig. Da, siehst du? Da ist so ein... Leute, da ist so ein Riesenechse. Ja, was? Okay, krass. Wie bist du gestorben? Du kämpfst hier, okay. Oder? Ja, du kämpfst tatsächlich. Ich kann dir nichts anvisieren. Erstmal nach oben. Immer nach oben. Das ist noch ein Blutfleck. Hm. Warum ist hier so ein Gang? Ist hier irgendwas? Ah ja, ein Item. Guck mal an. Lederausrüstung. Pfeil und Langbogen. Ui. Okay, hier hätte man Bogenzeug bekommen. Finde ich eigentlich ganz cool. Achtung vor dir, Ritter. Wenn es ein schwarzer Ritter ist, die habe ich ja schon mehrmals besiegt. Das kriege ich hin. Ja, tatsächlich. Ja, easy. Dann kommen wir bitte mit, Kumpel. Das schaffe ich. Ich lock den eben nach oben, weil da haben wir dann mehr Platz zum Kämpfen. Und den muss ich leider abstechen. Das heißt ja leider. Also ist... Ich würde ihn nochmal bekämpfen, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ja, hier müsste ich jetzt Platz haben. Das reicht. Ich kann ja zwar meinen Tod fallen, aber das ist egal. Na, nicht wenn du so an der Klippe bist. Das ist mir zu gefährlich. Okay. Ja, normal hättest du, tut aber auch schon ganz gut weh bei dir. Batz, Junge. Alter. Okay, der hat reingezimmert. Okay, war jetzt irgendwie komisch. Irgendwie 12 Schaden nur gemacht einmal. Egal, blaue Brocken. Ja, das ist wieder zum Aufdingsen. Vor allem, die geben 1800 Seelen, diese Ritter. Die sind voll gut eigentlich. Ja, die sind wahrscheinlich dem Ritter gestorben. Gehe ich jetzt mal von aus. Und ein Item. Nett. Graswappenschild, okay. Mal eben noch eine Sache, die ich wissen will. Dieser Schild, der hier, kann der was? Aus Lordran. Er ist mit einem blauen Caduceus, einem uralten Symbol verziert. Lordrans riesige Bäume stammen von den mächtigen Steinurbäumen ab. Dieser Schild hat deren Eigenschaften geerbt und das Holz reduziert Magieschaden beträchtlich. Ah, okay. Ne, wir haben sonst noch hier diesen Graswappenschild bekommen. Das ist ja schon nicht schlecht. Genauso schwer, genauso viel Dings hier. Weniger robust. Braucht genau das gleiche wie das hier. Schaden ist ja, wie gesagt, egal. Der blockt deutlich weniger Magie. 5 weniger physisch. Dafür ein bisschen mehr Feuer, ein bisschen mehr Blitz. Also ist eher so ein Feuerschild quasi. Und ja. Hat er sonst irgendwas Besonderes? Alter, mittelgroßer Schild aus Metall, unbekannte Herkunft. Das Wappen ist leicht von Magie durchtränkt und beschleunigt damit ein wenig die Ausdauerregeneration. Ja, ist doch ganz nett. Der Schild eines namenlosen Kriegers, vielleicht eines hochrangigen Ritters von Astora, einer der verzauberten blauen Schilde. Der Wappenschild reduziert Magieschaden beträchtlich. Ja, okay, dann bleiben wir bei dem Wappenschild hier, ne? Ist klar. Das war's auch mit... Leute, hab ich nicht gesehen? Ein Feuer! Nice. Nutzen wir. Ich will trotzdem kurz wissen, bevor ich da jetzt hingehe,
oben bei den ganzen Viechern, wo ich halt auch angeschossen wurde, die kriegen wir ja relativ gut down. Ob die noch irgendwas da haben. Weil da war auch noch ein Item liegen, das können wir uns auch nochmal ganz kurz angucken. Aber ansonsten können wir jetzt versuchen, hier in das Gebiet mal ein bisschen rumzugucken. Ich weiß nicht. Irgendwie fand ich das halt, weil die Gegner doch recht einfach zu besiegen waren, noch am ansprechendsten von den ganzen, die da übrig waren. Weil das Drachental sah mir irgendwie gefährlich aus und es hat einen Drachen halt im Namen, ne? Mal gucken. Hier, dieser große Aal da hinten, da müssen wir mal gucken. Ob wir den überhaupt schaffen können. Okay, hier sind gerade ganz viele Geister am Kämpfen. Okay. Nice. Easy. Aua. Ich habe keine Ausdauer mehr gehabt. Das war jetzt ärgerlich. Alter, die Keule, die hat bestimmt Reichweite. Okay, 4 Hits brauche ich, aber ganz knapp nur. Ich denke mal, wenn ich einmal um Stärke skill, mache ich die 3 Hits. Das ist gut. Kommt der zu mir? Ich glaube, der kommt gerade zu mir. Und der schießt auf mich. Das ist auch gefährlich. Aber hier scheine ich ganz sicher zu sein. Lol, der killt dich ja auch. Nice. Okay, er scheint auch generell ganz schön gut auszurasten, der Typ. Kann ich das blocken? Ja, kann ich sogar tatsächlich. Nun. Ha! Loser. Jetzt nur die Frage, will ich dahin? Okay, ich kann es blocken. Das ist ganz geil. Dann kann ich wenigstens schon mal die Items zu holen. Okay, ich kann nicht alle blocken. Das Item hätte ich gerne. Also, wie viele es werden. Oh, Rittersachen. Ach, weißt du was? Scheiß drauf. Oh, Junge. Okay, das ist ein See und kein seichtes Wasser. Das ist ärgerlich. Ich würde sagen, die Seelen, die sind jetzt weg. Ich glaube, die kriege ich nicht. Ja gut, ich wenigstens aber die Rüstung bekommen. Ich dachte mir, okay, komm, greif's ihn an. Wenn der da das Ding... Ach, dann easy. Aber dass man da runterfällt, das ist natürlich ärgerlich. Okay, dann ist es wahrscheinlich jetzt nichts, wo wir hingehen sollen. Es sind zwar 8000 Seelen, ich weiß, es ist viel, aber ich bin tatsächlich der Meinung, dass wir die liegen lassen, weil die sind mir zu gefährlich am Liegen. Da würden wir eher mehr verlieren. Aber eine Ritterrüstung klingt deutlich stärker als Balder. Ich hoffe, es ist auch so. Gewicht haben wir noch übelst viel Platz frei. Wir haben jetzt 154, 64 so als physische Abwehr. Ich hätte die gerne übereinander sehen, hier so, ne? Da muss ich echt nicht zu vergleichen, das ist echt ein bisschen schade von der Sortierung her. Ich hätte den ja einfach gerne mal höher. Warte, kann ich nicht irgendwie... Ne, ich kann ihn nur ausrüsten, nicht irgendwie verschieben, schade. 14, 6, 8, 6. 14, 6, 8, 6. 14, 6, 8, 5. Dafür ein bisschen mehr Balance, ein bisschen Blutresistenz, weniger Blitzabwehr, weniger Schlag, weniger Hieb. Okay. Warte, also ganz kurz gucken. 37, 15, 18, 15. Gleiche Thema, ne? Das ist ein bisschen besser Balance, Blut und Stoß. Dafür den Rest ein bisschen schlechter. Ein Gewicht, 10, 9. 10, 9. Macht auch keinen Unterschied. Ich glaube, die Balder-Rüstung ist schon tatsächlich ziemlich gut. 17, 7... Warte, das kann ich sogar auf einem Punkt, glaube ich, sehen, ne? Ne, kann ich wieder natürlich nicht. Ist so ein Schwachsinn. Ne, warte, haben wir die Ritterdinger nicht? Doch, da, Ritterstolpen, klar.
17784. Hä, Leute, das ist echt fast das gleiche, ne? Ja, will ich das nutzen? Klingt irgendwie schon ein bisschen interessanter als Ball, da bin ich ehrlich. Warte, Hieb 20,9, 25,5. Okay, 1,3 und 0,7 und 1,3 haben wir da weniger. Dafür Stoß. 0,5 mehr, jetzt nicht viel. 9, 12, 9 sind die Resistenzen. 12, 14, 9. Hm. Ich bin aber schon fast ein bisschen für die Balance. Ich weiß nicht, wofür die Balance ist, aber das können wir uns bestimmt angucken, oder? Ah, guck mal, siehst du? Fähigkeit, angegriffen zu werden, ohne Haltung zu verlieren. Okay. Ich glaube, ich ziehe die mal einfach an. Klingt irgendwie interessant. Und so viel schlecht ist es jetzt ja nicht. Sieht auf jeden Fall geiler aus. Ja, dachte ich, nee, allein schon, weil sie vom Aussehen her cooler ist. Jetzt sind wir wenigstens rittermäßig unterwegs. Schön. Ja, dann gehen wir mal hier rein. Pass auf, tot. Ah. Nett. Schwäche mit beiden Händen halten. Nice, okay. Ganz ehrlich, der kriegt ein Like. Den finde ich gut. Ja, genial. Okay, hier ist ein Fahrstuhl. Gehen wir mal rein. Dünn, 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 dünn. Geht ganz schön tief. Moin. Okay, da kann man sich den Fahrstuhl wieder rufen. Dunkel. Lol, was bist denn du, Junge? Da ist ein Drache, Alter. Pass auf, seltsames Wesen. Ah, schön. Und Leute sterben, aber ganz egal, wir haben ja hier... What? Nicht nur einer? Fünf? Und ein Riesentor. Was in den Berg reingeht. Die Minen von Moria, ich sag's euch. Drachental. Lol? Also ist im Drachental... tatsächlich Drachen. Welch Wunder. Ah, Laserdrache. Also so Blitzdrache, klar. Okay, ich mach kaum Damage. Ich kann's auch nicht blocken. Also nicht komplett zumindest. Oh, der snackt mich ganz kurz, alles klar. Ja, snackt mich ruhig, ist okay. Schmeckt ich wenigstens gut. Aua. Kurz trinken. Nein! Nein! Och, der geht da mitten drüber, das wusste ich nicht. Okay, der ist sehr, 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 sehr stark. Aber was ich gerne probieren möchte, ist, den einmal umzubringen. Weil 6 Stück davon schaffe ich, glaube ich, jetzt nicht. Und dann würde ich gucken. Okay, warte, willst du ganz kurz nochmal das Ding rufen? Nein, nicht das hier. Ich will mich wissen, ob die respawnen. Ob das jetzt quasi so Elite-Dinger sind oder ob das jetzt einfach für das Gebiet normale Gegner sind. Aber er kann beißen und den Feuerstrahl machen. Das geht ja sogar eigentlich. Wir machen halt nur wenig Schaden. Aber im Prinzip sieht das ziemlich gut machbar aus. Und einen schaffen wir schon. Und wenn wir jetzt eine Drachenwaffe kriegen, wird auch nicht schlecht. Ja, okay, aber dann war es mit dem Wald, wo ich jetzt hingehen wollte, schon, ne? War ja nicht mehr wirklich ein Wald. Ärgerlich irgendwie. Ja, snack mich ruhig. Arsch. Okay. Ja, schmeckt. Was ist denn jetzt los? Okay.
Was ist, wenn ich nicht im Laufe? Bringt das was? So, hier? Ja, nicht wirklich. Komm schon. Irgendwie so eine richtig krasse Waffe mit ich gerne. Das wäre richtig cool. Aua. Okay. Kurz dingsen. Cool. 1000. Ja, moin. Okay. Alter, was ist das denn? Da ist ja so ein riesen Ding. Ist das da ein Baumgewächs? Das ist doch bestimmt auch ein Drache, oder? 100 pro. Okay, also hier ist anscheinend so... Das sind wahrscheinlich die Torwächter, die sagen, wenn du uns alle geschafft hast, dann darfst du hier rein. Okay, einen davon haben wir gepackt. Das finde ich gut. 1000 Seelen, 0 Menschlichkeit. Wir haben ja nicht viel zu verlieren, ne? Deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach mal dahin gucken. WTF? Kritisch. Nicht, dass der hier ist, habe ich jetzt nicht erwartet. Ich hau rein, tschüss. Ich brauche mehr Platz, deswegen. Und aber trinken schadet nicht. Nein, Kamera, bitte, wir sehen den doch an. Lol, der hatte Angst vor mir. Oh, boy. Nein, tot. Okay, ist das kritisch? Bin ich ehrlich? Alles easy, easy. Nein, fuck, da hat mich gewischt. Okay, Drachenteil lassen wir mal sein. Hm, wo können wir denn noch hingehen? Muss ich jetzt doch in die Katakomben gehen? Weiß ich nicht. Weil hier geht's ja offensichtlich nicht wirklich weiter. Ah, warte, ich will noch ganz kurz gucken. Ist der respawned oder nicht? Weil wenn die nicht respawnen, ich gehe mal davon aus, dass die es tun, dann könnten wir vielleicht nach und nach die wegkämpfen hier, so weiß ich mal. Aber wenn sie schwer sind, aber das wäre dann schon mal für die Zukunft gut zu wissen. Ja, wo sollen wir denn sonst hingehen jetzt gerade? Da müssen wir ja in Schattenstadt unten weitergehen, ne? Weil beim Schmied können wir nicht weiter... Oder Katakomben. Katakomben geht auch noch. Weil in Schattenstadt gibt es noch hier dieses komische Spinnending da. Dieser Haufen da. Und unten da diese... Die Leere da. Aber hier Drachendings ist auf jeden Fall zu stark für mich. Und, lebst du wieder? Ja, du lebst. Okay. Dann hat sich das schon mal gegessen. Dann kommen wir hier eh nicht weiter. Alles klar. Irgendwas trinken, dann gehen wir zurück. Habe ich mir auf jeden Fall irgendwie einfacher vorgestellt jetzt hier. Der hat auch einen geilen Helm, ne? Das wird jetzt total belastend, ne? Irgendwie, egal wo ich gerade hingehe, sind die Gegner zu stark. Im Endeffekt, da wo es noch nicht zu stark ist, bleiben wir uns halt echt nur die drei, ne? Das mit dem Spinnending, also die beiden in Schandstadt und, die Katakomben, jetzt habe ich's. Aber gut zu wissen, dass das hier kein Wald ist, das sah halt so aus irgendwie. Ja, das Vieh da, keine Ahnung, was wir damit machen sollen. Ist halt auch krank. Hm. Ja, weiß ich nicht, du. Achtung, vor dir seltsames Wesen. Versuch's mit Stoß in den Rücken. Ja. Ja, gut, dann. War schön hier.
Was wir jetzt noch probieren ist, bevor wir irgendwas machen, ist Menschlichkeit zu nehmen. Auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen verschwendet wäre. Aber einmal menschlich werden. Um uns auszuhöhlen. Also hier die Aushöhlung umzukehren, da, das meine ich halt. Ne, ihr wisst, was ich meine. Dann gehen wir erstmal zum Feuer zurück. Ne, ist klar, müssen wir eh. Ne, warte, ich muss kurz überlegen. Gab's nicht irgendeinen Shortcut? Ach, ist egal, wir gehen mal zurück, komm. Was soll's. Der hat reingezimmert. Oh, der andere wollte auch sterben. Cool. Ja, Höhlensoldatenrüstung, schön. Apropos, kann ich eigentlich... Du Wichser. Kommt der jetzt hier hoch? Ja. Ha. Kannst du vergessen, Junge. Den haben wir auch und der kommt raus. Perfekt. Ne, aber ich wollte ganz kurz gucken. Können wir eigentlich hier im Inventar vielleicht irgendwas mit den Schwertern machen? Ablegen vielleicht, ja. Toll, das bringt mir jetzt ja aber auch nicht wirklich fest, ne? Da kann ich es doch behalten. Na, ich kann auch stechen. Meinst du, du bist mehr weh, Kumpel? Ja, gut. Wir gehen mal ganz kurz zum Feuer und nutzen eine Menschlichkeit. So. Gegenstände? Menschlichkeit. So. Und klong. Schmeckt. So, dann machen wir eben ganz kurz hier Ausstellung umkehren. So. Können wir es jetzt nutzen? Das mit den Feuerdingens, hier mit diesen, der Feuerhüterin da. Diesen komischen Augapfel da. Weil der hier sagte, wir müssen das so machen, ne? Geht das jetzt? Das ist doch jetzt belastend. Muss ich es vielleicht doch ausrüsten? Okay, dann war es verschwendet. Das ist jetzt ärgerlich, wusste ich aber nicht. Ja, scheiße, was machen wir denn dann jetzt eigentlich? Ist ohne Scheiß. Da müssen wir jetzt zurückgehen, ne? Zu den Katakomben oder zum Sumpf. Ja gut, wenigstens hat das gebracht, dass wir die Ritterrüstung haben, die jetzt nicht so viel stärker ist, aber deutlich geiler aussieht. Wir sind halt ein richtiger Ritter jetzt. Wir haben einen neuen Schild gekriegt und alles. Weiß ich nicht. Mich würde auch mal interessieren, dieser eine Boss, den wir da hatten, der im Startgebiet, beim Tutorialgebiet ist. Was bringt der eigentlich? Ist ja auch quasi so ein Torwächter, hat der auch so ein neues Gebiet hinter sich, so wie hinter Havels Ritter und sowas, oder ist das einfach so, oh, Boss halt. Weil der hat das überlebt. Nice. Ha, dachtest du, Loser. Ja, den will ich nicht. Dann gehen wir mal zurück. Kurz die Ratte machen. So, zack. Nicht stechen. Och, Mann. Was, Junge? Alter, das Geräusch habt ihr gehört. Krank. Na gut, und dann sind wir wieder hier. Ist ja alles relativ schlüssig. Alter, die Rüstung sieht voll cool aus. Jetzt fühle ich mich wenigstens stärker, obwohl ich gar nicht stärker bin. Wie viel Gewicht haben wir eigentlich? 36, da könnte auch noch einiges mehr dazu gehen, ne? Voll entspannt. Mein Problem mit den Katakomben ist nur, ich wollte eigentlich das Feuer hier dafür haben. Das stört mich gerade ein bisschen, dass wir das nicht haben. Oder kann ich es vielleicht jetzt hier nutzen?
Jetzt mal ernsthaft. Wo? Wie? Wann? Ein Toter. Ja, das habe ich verstanden, aber... Ja, schade. Das gucke ich jetzt tatsächlich sogar nach. Es tut mir leid, aber das gucke ich jetzt nach. Weil es muss doch irgendeinen Weg geben, wo man das nutzen kann. Dark Souls, wie heißt das? Einfach schwarzes Auge? Oder? Ja. Black Eye Orb. Im Dark Souls Wiki. Mystical Orb found on a Keeper's corpse. Invade the world of the murderer of a Firekeeper to defeat the... Ja, das haben wir ja schon. Availability. Found outside Anastasia of Astora's cage in Firelink Shrine after Lothric murders her. Bla bla bla. Which triggers... Ich weiß nicht, wer Lothric ist, aber ist egal. Which triggers when either the Blighttown Firekeeper's soul is collected by the player... Or after both bells of the awakening are rung. Ich hätte die andere doch gar nicht gemacht. Brighttown Keeper's Tool. Brighttown ist, glaube ich, Schandstadt, ne? Ach so! Stimmt, hier die Seele habe ich eingesammelt hier. Das meinen die dann wahrscheinlich. Okay, was bringt uns das? When in the main chamber before the fight with Dragon Slayer Ornstein and Executioner Smaug, bla bla bla, das will ich eigentlich gar nicht wissen. Okay, also irgendwann fängt es an zu zittern, dann können wir es nutzen. Okay, mehr wollte ich gar nicht wissen. Der ganze Rest, der da steht, der juckt mich auch gar nicht. Will ich gar nicht so sehen. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir versuchen, einfach mal in die Katakomben reinzugehen, auch wenn wir vielleicht dann irgendwie nochmal dahin laufen müssen. Das Feuer hier wäre halt schon praktisch gewesen jetzt, weiß ich mein. Hm. Schade. Was für umständliche Umwege ich hier. Aber sorry, ich muss halt gucken, wo ich jetzt gerade hingehen kann, ne? Weil ein Schandschutz zu den Spinnen will ich jetzt ungern. Und die Leere gehört sich irgendwie nach einem späteren Gebiet an, wieder mal. Keine Ahnung. Ah, ist doch egal, komm. Ja, voll daneben. Nice. Hat sich gelohnt. Ja, die Skelette sind halt echt lächerlich. Also wenn in den Katakomben jetzt Skelette sind, dann muss ich sagen, haben wir, glaube ich, schon gute Chancen. Aber es war halt so dunkel, da ist irgendwas explodiert. Und das war das, was mich ein bisschen abgeschreckt hatte. Und dieser lange Weg nach unten halt auch. Na gut, egal, gehen wir rein. Und es ist halt schwarz. Und diese Schädel da, die sind halt auch komisch. Ach, die explodieren jetzt einfach nur, oder was? Und du lebst wieder. Lol. Alles klar. Habe ich verstanden. Ja, nochmal. Okay, nehme ich gerne. Haben wir. Warum hast du dich jetzt wieder zusammengesetzt? Das finde ich eigentlich ein bisschen frech. Machst du das nochmal? Lol, macht er halt echt? Dein Ernst? Und jetzt? Hä, lol? Okay, dann sind die Skelette doch ganz schön scheiße. Ja, das ist ja unfair. Dann geh ich mal weiter, ne? Tschüss, hau rein. Okay, hier geht's tief runter. Schön, das ist ja schon mal einladend. Der kommt mir jetzt nicht hinterhergerannt, ne, weil das wäre echt unfair. Doch, kommt der. Hä, wie unfair? Das sieht nach Tod aus. Hier ist ein anderes Skelett. Was bist du? Okay, die explodieren einfach. Und da geht's halt auch tief runter.
Ey, was für Gegner sind das hier bitte? Ganz ehrlich, scheiß drauf. Okay, es ist nicht tödlich. Alles klar. Ah, ist auch eine Leiter gewesen. Ja, ist ja schön. Noch mehr Skelette. Nice. Okay, der dasht sich komplett durch. Das ist schlecht. Dass die sich wieder zusammensetzen, weiß ich jetzt nicht, wie ich das finden soll. Dann gehe ich einfach weiter, weil es bringt ja nichts, die zu töten. Es macht halt keinen Sinn. Ja, noch mehr. Noch mehr. Einfach mehr. Ja, hau halt rein. Okay, ja gut, ich gehe mal einfach weiter. Dann sammeln wir uns noch ein paar an. Was soll's? Ein Feuer. Und ein Magier. Oh, warte mal. Lol. Ich habe gerade eine Theorie. Ist das vielleicht ein Nekromant und die gehen deswegen wieder dahin? Leuchtfeuer. Ganz kurz hinsetzen. Okay, der ist jetzt tot, tot. Jetzt will ich was testen gehen. Ah ne, lol, was ist das? Ach so, hier. Ich dachte gerade schon so ganz kurz, wo geht's denn eigentlich hin? Alter, der Controller geht gerade voll riot. Okay. Okay, ich glaube, da oben ist eine Tür jetzt aufgegangen. Aber ich will jetzt mal irgendwas wissen. Wenn du mich ein Nekromant bist, dann muss ich ja eigentlich jetzt die Skelette töten können, oder? Wäre jetzt meine Theorie. Mal gucken, ob der wieder aufsteht. Tut er nicht. Alles klar, gut, okay, dann gibt's jetzt Nekromanten. Ja, dann ist es doch wieder fair. Ja, also nicht fair im Sinne von, ist okay, im Endeffekt nahm man die mich ja trotzdem super hart, aber es ist fair im Sinne von, man kann die trotzdem töten. Ah, schön. Da ist ein komischer Fucker. Aua. Ja, dann müssen wir die einfach in Ruhe lassen und einfach dran vorbeisprinten, bis wir zum Nekromant kommen. Ist vielleicht ein bisschen schade jetzt, aber wenn es halt das so gewollt ist, dann bitte. Aua. Das ist gerade schlecht, der rennt weg. Ach scheiße, okay, es sind noch ein bisschen zu viele. Nein, sein Item ist jetzt weg. Und Blutverlust, ja, hau halt noch mehr rein. Ja, okay, aber ganz ehrlich, das ist ja quasi jetzt gewollt vom Spiel, weil die umzunocken bringt mir halt gar nichts, weil bis ich, weißt du, wenn ich drei Gegner habe, jetzt wie am Anfang hier, und ich bringe davon zwei um, dann steht der dritte doch schon wieder. Also der erste, wenn ich den dritten bekämpfe, das meine ich. Aber jetzt ist er ja kaputt, also eigentlich müsste doch jetzt alles killbar sein. Krummsäbel. Bringst du mir irgendwas? Ich bezweifle es, aber ich gucke trotzdem mal nach. Nee, gar nichts. Geschicklichkeit, aber trotzdem ganz gut. B mit B. Okay. Der ist jetzt weg, ne? Ja. Ja, dann können wir sie auch töten gehen. Weil jetzt müssen sie ja sterben. Also, die sind zwar schon tot, weil es sind Skelette, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Okay. Ja, aber so einzeln sind sie halt echt schwach. Na gut, okay, das System finde ich, verstehe ich so, ist auch ganz gut umsetzbar. Dass er wegrennt, finde ich ein bisschen witzig. Ah, ist ein Bogenschütze. Okay. Ich finde das so geil, dass die sich selber zerbersten. Er spielt einfach gegen die Wand, klonk, kaputt. Ja, aber ist eigentlich ein ganz geiles Gebiet, so bis jetzt. Ich hatte halt nur so Schiss gehabt, weil es halt so komplett schwarz war. Und ich dachte mir so, nee, jetzt bitte nicht komplett dunkel, weil das ist immer ein bisschen doof.
Aber so ist ja okay. Ah, der Bogenschütze, Witzbold, Alter. Na egal, komm, wir gehen mal trotzdem dahin. Okay, ein paar Seelen. Aber die gehen. Die sind echt okay. Also hier können wir bleiben. Haben wir ein neues Gebiet gefunden. Schön. Das freut mich. Ey, du Pisser, was war das denn für eine Aktion? Ich bin halt zwar kaum Damage gemacht, aber what the fuck? Ich war wieder mega erschrocken. Nice. Hier ist dunkel. Ach, du bist das. Was macht denn der da links? Aber was ist mit dir denn los? Habt ihr gesehen, wie sich der gerollt hat? Der hat in der Ecke voll viele Purzelbäume gemacht. So geht das, mein Freund. Ein Item. Große Seele Soldat. Ja, nett. Ja, hier ist das dann. Ah, das ist wieder so eine Falle. Okay. Oder? Ne, der nicht. Oh Gott. Das ist hier so ein kuscher Schädel. Was können die Schädel eigentlich? Der hat sich irgendwie immer nur selber in die Luft gesprengt. Ist das, was sie machen, so? Ist das deren Lebenssinn? Lol, den habe ich gar nicht gesehen. Ha, lol. Arsch. Okay. Falkenschnabel, lol, was bist du denn? Du siehst aus wie so eine helle Barde. Nee. Falkenschnabel. Da. D. Oh. Helle Barde mit einem großen, stabilen, schnabelähnlichen Fortsatz fügt Stoßschaden zu. Der Falkenschnabel wird nicht wie ein Speer gestoßen, sondern mit dem harten Schnabel gegen den Kopf des Feindes geschwungen. Ja, tut bestimmt weh, aber sieht irgendwie schwächer aus als meine Waffen, so. Also, weiß ich jetzt nicht. Da war nur ein Item, so, ne? Oder nur ein Endgang, so. Okay. Ja gut, dann sind wir hier quasi schon durch, dann können wir weitergehen. Dann geht's jetzt hier raus. Und da sind fliegende Schädel. Die kann ich auch nicht anvisieren. Was bringt ihr? Oje. Och, Nekromant. Okay. Oh, der schießt ganz schön schnell. Kann ich... Okay, der Schädel ist da auch. Nicht einfach einen Bogen nehmen? Statt dieser Flamme, weil ich kann ich ja eh noch nicht nutzen. Ein Bogen, 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 da war oben. Wir müssen einen langen Bogen bekommen hier. Hey, bin ich blind? Da, Langbogen. Mein Gott. Problem ist, ich habe nicht mehr so viele... Oh, doch habe ich. Federpfeile. Was könnt ihr denn? Rot-Federpfeil der fürstlichen Jäger. Durch ihre große Reichweite sind die sehr effektiv für Scharfschützen. Okay. Oh, oh, das wird heiß. Ja, weiß ich jetzt nicht. Wir haben jetzt irgendwie auch die falschen Pfeile genutzt. Ich habe das gerade gestorben, kann das sein? Das Skelett, da meine ich. Ich weiß nicht, wie man die Munition wechseln kann, aber ist ja auch egal, komm. Ja, ist mir egal. Ah, gut, jetzt treffe ich natürlich genau das da. Auch sehr gut. Zieh mal so durch. Weil ich gehe mal davon aus, dass er wieder wegrennen wird. Wenn er wegrennt, dann sind da wahrscheinlich wieder ganz, ganz viele Skelette. Das haben wir uns jetzt quasi erspart. Achso, mit dem Trigger können wir die Pfeile wechseln. Ah, okay.
Ja, siehst du, und schon haben wir das Ganze gelöst. So, was könnt ihr? Brauchst Rollen. Okay. Also die platzen einfach nur. Ist das, was ihr mir sagen wollt? Alter, hab ich mich erschrocken. Ach, das meinte mit Rollen. Ich verstehe. Kannst du das eigentlich auch auslösen? Ah, der ist stuck irgendwie. Ja, kannst du. 12 Schaden, heftig. Na, weiß ich jetzt nicht, ne? Alter, wie oft will ich denn noch durchlaufen? Lol. Okay, hier gibt es sehr viele Fallen. Aber nicht jede, der ist wieder eine. Die haben so ein komisches Pinöppel vorne dran. Na, gut zu wissen. Okay, hier können wir Dings drücken. Was bringt uns das? Ach so. Okay. Das macht Sinn. Seelekrieger. Der Wasserfall ist ganz schön laut hier. Da komme ich nicht durch. Na, gehen wir wieder zurück. Ja, bis jetzt ist ja eigentlich alles noch sehr linear hier gehalten. Was ich jetzt auch nicht so schlecht finde, ehrlich gesagt. Kann zur Abwechslung auch mal hilfreich sein. Okay, das hilft. Die Brücke ist mir auch sehr gesonnen. Die dreht sich jetzt nicht nochmal um. Das finde ich auch ganz nett. So, und jetzt wäre der auch safe abgehauen, oder? Der Nekromant. Und jetzt bleiben die tot. Ah, das mag ich nicht, wenn Güte so komplett schwarz sind, ey. Belastend. Aber erstmal rechts lang. Hat sich ja gelohnt. Oh! Alter, ich hab mich unnormal erschrocken. Ja, hätte ich sehen können. Lol. Nee. Ich glaube, der war wichtig. Der hat geleuchtet. Ja, moin. Also, wie viele denn noch? Ach so, das ist ein Leiter, okay. Ach, Mann. Oh, da war so ein... Ich denke mal, das wäre irgendwie richtig was Krasses gewesen, weil wenn es so leuchtet und sich und dann auflöst, das ist das bestimmt irgendwas gewesen, was ich eigentlich hätte töten sollen. Okay, also sind das Sachen, wo man reinfällt. Das ist ja geil. Toll. Lol. Wow. Okay, es kann also ein asoziales Gebiet werden, sehe ich. Okay, das ist okay. Ich meine, Gott sei Dank sind diese Stacheln da nicht so stark. Nur nervig. Ja, nice. Ich wollte rollen, nicht springen, aber okay. Ich gehe trotzdem nochmal... da lang. Okay, es ist immer nur ein Grab, was einschützt. Das wollte ich mich mal eben testen. Dann ist das ja schon mal quasi fertig. Okay. Ich sehe gar nichts. Aber ich liebe es ja, wenn man Gebiet hat, wo man nichts sieht. Einfach nur schwarz. Danke dafür. Ja, Ach so, klar. Seelekrieger. Ja, ist doch gut jetzt. Na, baut euch alle zusammen. Safe, ne? Ja. Das ist auch eine Falle. Dich habe ich gehört, Kumpel. Haben wir alle. Da geht's noch tiefer. Aber vorher gehen wir hier... Oh, jetzt noch neue Nekromant hier. Das ist ja schön. Ich muss trotzdem kurz was trinken.
Warte, lang gehalten. Okay, jetzt war schlecht. Ja, dann muss ich ihn erst suchen gehen, bevor ich jetzt weitergehe. Ja, das ist das, was ich meine. Das könnte echt belastend werden. Aber der war jetzt nicht so weit weg, das ist okay. Ja, moin. Scheiße. Ja, es sind halt zu viele gewesen. Da kann ich nicht blocken so viel. Da halt die Ausdauer nicht lang genug. Jetzt ist die Frage, die Nekromanten, die sind jetzt eigentlich immer weg dann, ne? Das heißt also irgendwann, jedes Mal, wenn ich einen Nekromanten umbringe, dann ist der halt auch weg. Heißt für mich doch jetzt eigentlich, dass die Skelette, dass jedes Mal, wenn wir weiterkommen, das von Mal zu Mal einfacher wird, oder? Okay, der kommt reingedasht. Moin. Ich meine, so insgesamt gesehen muss ich sagen, das Gebiet bis jetzt gefällt mir eigentlich ganz gut. Ist zwar ein bisschen gemein, aber das ist von den ganzen Sachen her alles ziemlich fair gestaltet. Ha, lol, da wollten mich erst austricksen, dass beide weggehen, dann habe ich beide getötet. Nice. Schild rot-weiß. Ja, Pommes rot-weiß bitte. Nee, warte, gehen wir nach oben. Schild rot-weiß. Oh, nee. Hölzerne Rundschild aus Lordran mit auffälliger rot-weißer Bemalung. Lordrans riesige Bäume stammen von den mächtigen Steinurbäumen ab. Dieser Schild hat deren Eigenschaften, bla bla bla. Okay, ist halt so ein Magieschild. Aber da haben wir eh schon was. Deswegen haben wir eigentlich das perfekte Schild für hier. Oh, ach, da kann er auch durchschießen, frech. Zack und zack. Hä? Ich hatte gerade irgendwie so ein komisches Geräusch gehört gehabt. Das wollte ich jetzt wissen, was es war. Naja. Haben wir. Gehen wir trotzdem ganz kurz hier rein. Skelett killen. Nicht, dass die von hinten kommen, man weiß ja nie. Komm, einfach drauf. Wow, okay, der hat mich pariert. Nicht schlecht. Stimmt, parieren habe ich auch noch nie ausprobiert, ne? Traue ich mich aber auch irgendwie nicht, bin ich ehrlich. Ja. Einfach weitergehen. Komm, rangedasht. Du kleiner Helikopter. Das sich dann selber zerlegt. Ich finde das so gut, ey. Okay, hier war kein Gegner mehr. Alles klar. Nur der Bogenschütze. Und sein Kumpel, der sich da die ganze Zeit purzelbaummäßig voranbringt. Zack. Zack. Ah, war ein Double Kill. Perfekt. Das war jetzt, glaube ich, nicht so smart. Scheiße. Ja, egal. Also bis hierhin alles easy. Wenn man sich dumm anstellt, braucht man vielleicht mal einen Flakon oder so, aber... Es ist gut. Ist gut. Die Schädel sind auch respawned. Das ist schade. Aber stört mich jetzt auch nicht unbedingt. Zack. Double Kill. So, und jetzt können wir die alle killen gehen. Sollte jetzt ja eigentlich alles machbar sein. Da war hier auch ein... Alter, guck mal die ganzen Maden hier an, Alter. Oder die ganzen Käfer da. Iiii. Okay, hier war kein Skelett mehr drin. Nicht, dass gleich einer von hinten kommt, weißt du? Lol. War nicht noch einer auf der Treppe? Ich dachte. Klack.
Klack. Kein Problem. Haben wir alle. Gehen wir eben hier runter. Ha, Pfeife, Alter. Hier war noch ein Item dran. Das hole ich mir noch kurz zuerst. Hinter mir ist einer gekommen. Der sich selber zerlegt hat. Sehr nice. Setze ich gerade wieder zusammen? Ja, ne? Nee. Ich habe jetzt Ziel bekommen. Hä, waren hier vier Stück insgesamt jetzt? Okay, krass. Eine Seele. Na gut. Kann ja nicht schaden. Was bist du hier? Okay, gar nichts. Dann geht's nur noch weiter runter. Dann machen wir das mal. Da sind meine Seelen. 11.000, wir können uns ein Level leisten. Da geht's noch tiefer runter. Aber nicht komplett, deswegen gehen wir da mal ganz kurz hin. Doch, da geht's runter. Ansonsten hier lang. Okay. Hier ist ein Hebel. Ja, vibriert wieder wie sonst was. Wie komme ich denn da jetzt hin? Keine Ahnung. Kam jetzt da ein Weg raus? Das wäre jetzt irgendwie der logische Schluss, den ich fassen würde. Okay, ich gehe erstmal ganz kurz oben gucken, weil irgendwas muss diese Hebel ja gemacht haben. Wäre irgendwie Quatsch, wenn das jetzt, ne? Ah, ja, siehst du? Das meine ich. Was ist das jetzt für ein Troll? Okay. Ja, hier war das Item, ne? Genau. Die Seele. Gehen wir nochmal kurz ein Stück hoch. Ob sich draußen was geändert hat, weißt du? Kann ja sein. Nö. Das war echt nur für die Tür da. Okay. Da unten ist, glaube ich, ein Boss da hinten. Da war so Rauch. Ja, hier ist die Treppe. Hm. Okay, aber warum sollten wir da rausgehen wollen? Kann ich da irgendwas abschießen oder irgendwas sehen? Weil für irgendwas muss es ja gut sein. Verstehe ich jetzt zwar eher so gar nicht. Hallo, lol. Hier ist noch ein Gang. Okay, das habe ich nicht gesehen. Ne, es wird mir jetzt, glaube ich, nicht so viel hier. Okay, gehen wir mal hier lang. Das habe ich vorher nicht gesehen gehabt. Warum sind hier so viele Leichen? Ach, Leute, wir sind jetzt hier schon direkt. Ja, macht Sinn. Ja, okay, der hat einfach einen Abgang gemacht. Alles klar. Und du? Oh, warte mal. Fällt jetzt auch nach rechts. Okay, dann wird sich das Ding wahrscheinlich zeitlich drehen, ne? Pass auf, scheinbare Wand. Ja, die hört sich auch nach Glitzer an, also. Ja, okay. Die war tatsächlich mal offensichtlich. Jetzt geht's hier hoch, alles klar. Und Feuer! Ja, sehr schön. Und da geht's jetzt zum Boss. Das verstehe ich. Jetzt ist nur meine Frage. Was bringt mir das? Ah, okay. Ah, und jetzt sind wir bei der anderen Seite. Ich verstehe. Sehr schön. Jetzt warte ich mit Absicht. Weil wenn die da alle so runterhüpfen, wie so irre. Warum tun die das? Ist das hier zeitlich basiert, dass das jetzt hier zurückspringt? Das wäre jetzt meine Vermutung, weil die beide nach rechts gefallen sind. Hm.
Weiß ich nicht. Aber warum sterbt ihr dann da? Weil es jetzt doch nicht irgendwie so einer gewesen. Es sind ja ganz viele. Hä? Ja, gut dann. Boss? Nee, nur Gebiet. Okay. Ja, dann keine Ahnung, warum die da verreckt sind. Das ist irgendwie ein bisschen peinlich. Okay, du willst wahrscheinlich wieder aufstehen. Du gibst mir keine Seelen. Dachte ich mir schon. Okay, der rastet komplett aus. Schatz. Wollte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt. Ist aber fein. Ja, moin, wer bist du denn? Ja, das sind viel zu viele Skelette, die kann ich nicht bekämpfen. Gib mir noch das Item! Ja, dann halt nicht. Dann verreck halt. Ja, dumm Idiot, ey. Ich hab vergessen zu leveln. Ich musste jetzt nochmal reingehen. Nein. Nein. Oh, das hab ich so verdient jetzt. Oh, Mann. Oh, das ist ja frisch. Scheiße. Ja, okay. Hey, aber trotzdem... Ja, danke. Trotzdem verstehe ich gerade den Sinn noch nicht so ganz. Wieso die hier auf der Brücke sterben? Also so viele von denen. Ja. Komm, gehen wir mal durch. Kurz trinken. Moin, Meister. Nicht anvisieren. Erste Seelen. Dann das Item. Alles klar. Ja, komplett. Scheiße. Ich glaube, die Seelen sind weg. Ich glaube, ich komme da nicht raus ohne... Ja, das ist aber auch jetzt wieder keiner von diesen großen Nekromantenstand, so, ne? Das ist... Okay, pass auf. Was ist das gewesen? Finstermond-Seance-Ring. Alle neuen Mitglieder des Finstermond-Bundes bekommen diesen Ring von Wendelin, dem Gott des Finstermondes und Letztgeborenen von Fürst Gwyn verliehen. Die Finstersonne Wendelin ist die letzte verbliebene Gottheit an Anor Londo. Okay. Sie hat nicht viele Anhänger, aber deren Aufgabe sind von großer Bedeutung. Damit haben wir einen Slot. Okay, wollen wir die Hand? Über ein Schild, ne? Ja gut, einmal komplett im Kreis gegangen damit. Hat sich jetzt richtig gelohnt. Dann machen wir das mal. Und dann gönnen wir uns mal den richtig dicken Zauber. Okay. Ah, ich muss erst drücken. Okay, alles klar. Ja, Feuerball, Feuerkugel, dafür hatte weniger, aber ist stärker. Aber ich würde gerne, glaube ich, Verbrennung haben, weil 16 ist schon, glaube ich, ganz gut zum Probieren so. Okay. Ach, ich nutze das wirklich aktiv als Waffe dann. Alles klar. Ja, nee, ich wollte doch ganz kurz, warte, ich will noch ganz kurz das andere ausprobieren. Die Feuerkugel. Nein, ich glaube dann mich tatsächlich lieber Verbrennung. 16 Aufladung und Dings, dann kann man es ab und zu machen. Das klingt ganz gut. Ja, ich würde tatsächlich sagen, dass ich hier nochmal ganz kurz Pause mache. Und ja, so ging das nicht, sondern so. Und dann nochmal die Aufnahme nochmal neu starten. Weil das Problem ist halt immer, wenn ich render, dann ist es meistens besser, dass ich unter 4 Stunden Aufnahme bleibe, weil es halt von Video zu Video länger zum Rendern braucht.
bevor ich jetzt irgendwie hier 8 Stunden spiele, lieber 4 Stunden auf und beenden, neu auf und starten, 4 Stunden, weiß ich mal. Also, ja, bis gleich. Oder für euch nächste Folge, keine Ahnung, mal sehen. Tschüss.